Wer an Drohnen als Transportmittel denkt, denkt schnell an Pakete, an Essen vom Lieferservice. Das ist Zukunftsmusik. In einem anderen Bereich aber können Drohnen schon jetzt lange Wege deutlich kürzer machen. Die Geschäftsidee von Wingcopter begann aber mit den herkömmlichen Anwendungsgebieten für Drohnen. Das macht einen stolz. Vor allem aber zeigt es auch, dass die Anwendung wirklich ernst genommen wird. Wir haben eine Drohne entwickelt, ursprünglich für die Vermessung und die Inspektion. Haben dann gemerkt, wir können bis zu 6 Kilo Sensoren dranhängen, also eben Multispektralkameras und so weiter. Halt alles, was man eben für diese Anwendung braucht im Bereich Agriculture oder Landwirtschaft und Vermessung, Inspektion im Bereich Infrastrukturbau. Und dann haben wir gemerkt, man kann es natürlich auch im Sozialen nutzen. Der Weg auf die andere Seite des Viktoriasees in Afrika, er ist weit, zu weit, um Blutproben eilig per Schiff ins Labor zu transportieren. Und hier setzt Wingcopter an. Die Drohne fliegt effizient, bis zu 100 Kilometer weit mit nur einer Batterieladung. Das Konzept überzeugte auch die Jury des Drone Pioneer Awards, die Wingcopter mit dem ersten Platz auszeichnete. Gerade auch dieses Delivery halt in infrastrukturschwachen Gebieten, wo man wirklich von, also ein bisschen so von 0 auf 100, so wir haben fast gar nichts, so das dauert super lange zu, hey, wir kriegen es auf einmal super schnell. Dieses Leapfrogging ist halt echt, echt cool und echt sinnvoll, weil ansonsten, bis man da irgendeine Infrastruktur aufgebaut hat, so wie wir es gewohnt sind, sitzen wir ja in 100 Jahren gefühlt noch im selben Boot. Es waren ganz unterschiedliche innovative Anwendungen, aus denen die Jury wählen musste. Die Entscheidung, das Ergebnis langer Verhandlungen. Die Entscheidung war sehr, sehr schwer. Es waren viele interessante Projekte dabei, viele innovative Projekte dabei. Für uns als Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit stand der entwicklungspolitische Impact im Vordergrund, so wie man bei uns so schön sagt, also der Nutzen für die lokale Bevölkerung vor Ort. Auf den Plätzen 2 und 3 ebenfalls glückliche Gesichter. Auf dem zweiten Platz das Unternehmen Drones per Hour, das automatisiert Schädlinge erkennt auf Drohnenaufnahmen und damit eine große Hilfe für die Landwirtschaft sein kann, gerade in Entwicklungsländern. Die Freude auch über den zweiten Platz groß. Ja, weil es einfach eine Ehrung ist dafür, die Arbeit, die man halt macht, die man auch wirklich als Gründer exzessiv ist und die man einfach mit viel Begeisterung auch macht. Aber wenn man da Anerkennung kriegt, das freut einen einfach. Third Element Aviation erkennt aus der Luft Landminen, kann bis zu 15 Meter in den Untergrund hineinschauen und damit Menschenleben retten. Eine ganz simple Idee, aber ein langer Weg bis zur Umsetzung. Es ist natürlich die Verbindung von Technologien und es ist ein Anwendungskreis mit einem Kunden, der letzten Endes nicht das Geld hat, das zu bezahlen. Das heißt, es ist eine humanitäre Anwendung und dann bedarf es einfach manchmal auch glücklicher Zufälle, dass Technologie und Chance so zusammenfinden. Der Drone Pioneer Award wurde zum zweiten Mal vergeben. Er zeichnet drohnenbasierte Problemlösungen aus, die sich den in der UN-Agenda 2030 formulierten globalen Zielen annehmen.